In Deutschland sind weiterhin 75% der Wertschöpfung nicht oder nur gering, das heißt hybrid automatisiert. Sie haben oft Schwierigkeiten, die Quelle der Produktionsverluste zu erklären. Wir haben Maschinen, die werden immer intelligenter, die können immer selbstständiger arbeiten. Aber was sich überhaupt nicht verändert hat, ist die Kommunikation zwischen Maschine und Mensch. Die schlechte Nachricht ist, zumindest wenn Sie dem Herrn und nicht nur ihm hinter mir auf der Folie glauben, dann stehen wir vor einem digitalen 9/11. Zum Ziel gesetzt, diese Mensch-Maschinen-Kommunikation und die gesamte Kommunikation auf dem Shopfloor auf ein komplett neues Level zu heben. Wir haben neue lichtfeldbasierte Sensorik entwickelt, die aus einer Kombination von Hardware und Software dann dem Roboter Sehen beibringt, dass Menschen ähnlich ist. Wir möchten Ihnen gerne ein Tool an die Hand geben, was so einfach zu benutzen ist, dass auch Ihre Prozessowner direkt an der Digitalisierung, an der Umstellung in Ihren Unternehmen teilhaben können. Das Besondere dabei ist, dass unsere Software lokal installiert wird auf Ihrer bereits vorhandenen IT-Infrastruktur. Ich habe schon drei sehr interessante Kontakte getroffen heute, also schon allein für die Gespräche hat es sich definitiv gelohnt, hier zu sein. Von der Firmengröße, die wir hier erlebt haben, war ausgezeichnet, die passen ausgezeichnet zu uns, die haben die gleiche Geschwindigkeit, die gleiche Innovationsgeschwindigkeit. Die Breite, die wir heute gesehen haben, war von Startups, die gerade erst sich seit 2 Wochen gegründet haben, bis hin zu alten Hasen. In Baden-Württemberg haben wir viele kleine und Mittelständler, die eben sich keine eigene Innovationsabteilung leisten kann wie ein Großkonzern. Und die können hier einfach mal schauen, ob das zu ihnen passt. Ja. Mir persönlich hat es sehr, sehr gut gefallen, dass es ein großer gemeinsamer Raum ist, wo man auf der einen Seite die Pitches hat, denen man zuhören kann und auf der anderen Seite auch bereits gleich sieht, wo die kleinen Stände oder Messestände sind. Wir sind schon sehr aktiv, aber eben ist es für uns wichtig, im Sinne der offenen Innovationskultur in unserem Unternehmen immer auch über den Tellerrand drüber zu schauen. Und da bietet sich hier eine optimale Plattform, wo man mit jungen Unternehmen ins Gespräch kommen kann. Das ist absolut der richtige Ort und absolut die richtige Entscheidung, auch hierher zu kommen. Das ist doch ein sehr erfreuliches, erfrischendes Format hier, um die doch umtriebigen schwäbischen Mittelständler auch zusätzlich mit frischem Wind zu durchlüften. Veranstalter ist ja der VDMA, also im Grunde die Kernorganisation, der Kernverband unseres Zielmarkts. Also es kann nichts Besseres geben. Fünf Sterne plus.